father was a painter, he served in the war. But now he doesn't paint, doesn't march anymore. Hab ich mal wieder ein Glück. Direkt vor der Tür auf dem Parkplatz, obwohl der Parkplatz offiziell voll ist. Hier fahren jetzt gerade zwei Autos weg vor mir und ich habe einen Parkplatz. Das heißt, ich kann gleich um 3 meinen Hike beginnen. Ja, ich denke 5 Stunden, heute Abend duschen und dann penne ich hier auch irgendwo in der Gegend. Bin ich mal gespannt, bin jetzt schon kaputt. So, bin jetzt am Lake Louise, gehe jetzt den Trail, mal gucken, wie weit ich schaffe, ob ich bis zum Little Beehive oder zum Big Beehive schaffe. Auf jeden Fall erstmal zum Lake Agnes. 3,4 Kilometer am Berg hoch. Oh, schön warm, schön windig, bin müde. Das sind nur 5 oder 6 Grad. An manchen Ecken ist das sogar ziemlich windig, also von der Temperatur her ist es ungefähr so warm wie im Dezember im Yosemite National Park in Amerika. Aber wenn man bergauf geht, dann kann sie auch nackt hochgehen, dann ist die einfach warm. Ich habe noch eine Hose an. So, hier ist jetzt im Mirror Lake. Das war ja recht easy. 3/4 Stunde oder so hoch. Also hier oben ist es jetzt doch deutlich kühler, dass ich mir wieder mein Vlies angezogen habe. Bin kurz davor, meine Regenjacke auch anzuziehen. Das schneit hier, aber es war es wert. Also alleine der Blick ist ja schon mal toll, jetzt noch mit der Sonne aufs Hotel und so. Oh Mann, ist eine ganz andere Klimazone hier oben. Also mir ist jetzt echt ein bisschen kalt. Ich gehe jetzt nur noch bis zum kleinen Beehive, weil ich den Weg für den großen noch gar nicht gefunden habe. Ich glaube, der ist da. Ich gehe jetzt da lang. Oh man, was für ein Blick. Da ist das Hotel, da ist der See, mir ist kalt. Ich wünschte, ich wäre jetzt im Teehaus. Ich hätte auch gut im Auto bleiben können und Tee trinken können in der Zeit und ein bisschen lesen können. Schon ungemütlich hier, aber ein geiler Blick. Keine 2 Stunden hochgebraucht, höchstens eine Stunde bin ich am Auto, habe einen warmen Tee in der Hand. So, ich bin wieder unter Leuten. Bin gerade den Pferdeweg runtergelatscht, da war auch niemand. Ich habe vor mich hingesungen und einfach mir Geschichten erzählt und ein bisschen mit meiner Flasche Krach gemacht. Das ist ja gut, um Bären zu verscheuchen. Tee trinken, duschen, was essen. Das ist ja lustig hier. Naja, ich bin froh, dass ich wieder hier bin. War ganz schön kalt, bin ganz schön kaputt. Aber toll, also hier Lake Louise, bei so einem Wetter echt optimal. Ich habe einen Parkplatz gefunden, ich habe den Hike gemacht, ich habe mir da oben Arsch abgefroren. Bin glücklich. War jetzt etwas über 3 Stunden unterwegs. Wenn ich gleich beim Auto bin, sind es fast 3,5. Habe auch nicht was gesehen. Jetzt kann auch der Schnee kommen. Ich ziehe mich heute Nacht warm an und morgen früh fahre ich nach Jasper. Ich glaube, da war ich vorhin.
total lecker. Dazu gibt es gleich Süßkartoffeln und Brokkoli. Mit ein bisschen Salz und Ketchup. Dienstagmorgen 10 nach 8. Ich habe wieder hier gepennt. Da habe ich letzte Woche schon eine Nacht geschlafen. Das war ganz gut. Ich habe mich da schön eingemurmelt, alles über mich gelegt, alles so ein bisschen systematisch gebaut. So konnte mich auch keiner sehen. Aber da war eh nichts los. Und jetzt gehe ich zum Campingplatz, mache mich frisch. Und dann düse ich hier in einer halben, dreiviertel Stunde ab und fahre hoch nach Jasper. Der Campingplatz leert sich, die fahren alle sehr früh hier weg. Ich verstehe gar nicht warum, das Wetter wird heute wieder gut. Vielleicht gehen die wandern oder vielleicht wollen sie zum Lake Louise und Moraine Lake, da wo es jetzt noch Parkplätze gibt, nachher ist alles wieder voll. Da war ich jetzt, war jetzt dreimal beim Lake Louise. Ich fahre jetzt hoch zum Pito Lake oder Pito Lake oder wie das Ding heißt. Weiß nicht, ob ich dafür nicht schon zu spät bin. Was für ein Monster, ey. Wenn ich jetzt hier noch mich frisch mache, dann bin ich auch nicht vor halb zehn da. Nachdem ich jetzt die letzte Woche komplett nur ausschließlich Aerosmith gehört habe, eine affengeile CD, die finde ich ja sowas von toll, ich glaube, die nehme ich mit, muss ich jetzt was anderes hören, ich weiß noch nicht was. Die ganzen guten CDs haben Doris und Rainer mitgenommen. Was gibt's denn da umsonst? Oh shit, oder ein Unfall. Ich weiß ja nicht, was es da gibt, ne? Aber die halten hier alle an. Das sieht aus wie ein Unfall, aber es ist keiner. Das ist ein Reisebus, wahrscheinlich mit Deutschen. Ich wette, das war ein Bär oder ein Moose oder irgendwas. Das sah für mich aus wie ein Autounfall. Aber ha, jetzt ist die Polizei auch da und sorgt dafür, dass ihr euch alle verpisst, genau. Räumt mal auf hier, ich will auch weiter. Wearing out things that nobody wears. Call my name, but I gotta make clear. I can't say, baby, where I've been in a year. Halleluja, hier ist immer wieder voll. Karawanausstellung. Ich habe noch nicht gefrühstückt, das ist 20 nach 10. Ich bin jetzt an dem Phyto Lake, Phyto Lake, wie auch immer das Ding heißt, und habe hier einen halbwegs vernünftigen Parkplatz gefunden. Grauer Himmel, es schneit. Ich glaube, ich bin. Wo ist die Sonne, die noch vor letzter Woche? Die letzte Woche war ich hier noch in der Sonne geschwitzt, wie blöd. Bei 28 Grad und jetzt friere ich mir den Arsch ab bei 3 Grad oder so und es schneit. So, hier ist jetzt nichts los. Ich habe einen schönen Blick auf den See. Muss schon ein bisschen aufpassen, das ist ein bisschen rutschig hier. Aber da stelle ich mich jetzt in die Sonne und mache ein paar Bilder. Das war toll, jetzt habe ich aber auch genug. Das ist ganz schön windig, ganz schön kalt da. Da, wo ich war, waren gerade keine Touris. Ich habe genau das erlebt, was ich erleben wollte. Nämlich schön die Scenery, hatte einen super Blick, stand in der Sonne. Mir war saukalt, aber ich bin hier durch. Ich werde jetzt mal gucken. Vielleicht weiterfahren, vielleicht erstmal einen Tee trinken im Auto, um mich aufzuwärmen. Ja, wie zu erwarten, mächtig voll, jetzt kurz nach 12. Jetzt kommen sie alle, jetzt sind sie alle hier, jetzt wollen sie alle Spaß haben. Tethered to your family's heart like a baby doll in a young girl's arms. But there comes a time when the world gets small, so it's best get moving on. The willow trees fall show marquees.
country roads for the city streets. Too many things start happening. You best find your way back home. My friend, won't you ride? Don't do well at saying goodbye. Yeah, my friend, won't you ride? Supposed to Carol, Caroline. Back to bags and you headed up north. Hope you find what it is you're looking for. 'Cause I'm looking forward to seeing you, to give you a talk. Things have changed since you left home. Trees lost leaves and the birds are gone. And I've got the feeling that I'm all alone. So won't you ring my telephone? Ich stand da gerade eine Viertelstunde auf dieser Brücke und hab meinen Arsch abgefroren. Das ist sowas von windig. Der Blick ist genial. 1:30. Aber cool hier. Jasper National Park. My friend, won't you ride? It's been quite some time since you left me that night. Yeah, my friend, won't you ride? Most of Carol, Caroline. Meinen zweiten Bären gesehen. Der war 10 Meter vom Auto ganz mal lang spaziert, als wäre nichts gewesen. Die ganzen Leute in den Autos sind ausgeflippt, alle rechts ran, alle angehalten, alle Foto, Foto, Foto. Der Bär hat nicht mal geguckt. Ich könnte da vorne jetzt auch noch machen, ein Bild von der anderen Seite, weil hier ist ein schöner Aussichtspunkt. Und irgendwie, ich habe einen Bären gesehen. Subway trains stretch across the city like they're coasting. Don't you go sleeping in Central Park. Yeah, the city gets crazy after dark. Never look up and keep your head down low. When the weather and the people and the city get cold, remember all them people that remember in you. In sweet old Carolina. Big city, please be kind. Keep my worried thoughts in mind. Yeah, big city, please be kind. Take good care of Carolina. Ich habe einen Bären gesehen vorhin, das war schon mal toll. Also ich habe keine Eile, mir geht's gut, es regnet nicht, morgen regnet's. Ich habe heute einen geilen Tag gehabt. Bis jetzt hatte ich einen tipptopp Tag. So Leute, fahrt mal zu, ich will noch irgendwie einen Tee trinken, naja.